Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Sims 4 Folge. Schön, auch gerade die Begrüßung hier durch unsere Sims. So, wir wollen jetzt mal schauen. Ich überlege jetzt, wir wollen ja jetzt in den Urlaub. Wenn Hendrik mitkommen soll, muss er dann... Dann müsste, glaube ich, sie, ja, genau. Yay! Okay, mit Brian, mit Hendrik, Ben und Victoria. Ba, 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 ba. So, weil dann macht nämlich jetzt Emi den Urlaub klar. Dann kommt nämlich Hendrik auch mit. Ich hoffe, dass die Jobleistung dann nicht ultra drunter leidet. Aber gut. Granite Falls. Ich bin gespannt, wie das jetzt aussieht im Herbst. Die Hütte hier, die fand ich so toll. In der hier waren wir damals mit unserer anderen Familie. Die hier wollte ich mir diesmal anschauen. Die ist ein bisschen größer. Allerdings ist sie natürlich auch verflixt teuer. Und irgendwie... Hä? Warum? Warte mal. In Urlaub fahren mit Brian, Hendrik. Ich habe die beiden, glaube ich, ja, verflixt. Ich habe die abgewählt gehabt. So Pärchenurlaub wäre natürlich auch mal eine Sache gewesen. Aber das soll jetzt natürlich ein Familienurlaub werden. So. Nochmal Granite Falls. Aber so wie es aussieht, gilt der Mod nicht für Granite Falls. Also es kommt mir so vor, als ob das hier tatsächlich grün wäre. Ansonsten würde mir das hier, glaube ich, orange angezeigt werden. Oh, ist natürlich recht teuer. Komm, wir machen mal für 3 Tage. Für 3 Tage fahren wir da mal hin. Das sollte dann aber auch genügen. Da kann Vicky sich auch mal daran begeben, Lagerfeuerromantik zu proben. Ein bisschen die Gitarre zu spielen. Die hat sie jetzt natürlich zu Hause liegen lassen. Dann kann sie da mal ein paar Lieder am Lagerfeuer zum Besten geben. Marshmallows grillen. Was Sims eben so machen. Ich muss ja sagen, ich bin absolut kein Fan von Marshmallows. Weder normal noch gegrillt. Das brauche ich nur gar nicht. Was ich super lecker finde zum Beispiel ist Stockbrot. Das finde ich klasse. Und doch, es ist herbstlich. Und wow. Wow, sieht das cool aus. Die Bäume leuchten so. Wie sieht denn die Hütte hier aus? Warum sieht die so gammelig aus? Irgendwas ist hier nicht so, wie es sein sollte. Aber okay. So, in direkter Wassernähe. Ich finde das hier so herrlich. Die ist so schön. Die ist so toll. Okay, jetzt müssen wir die erstmal unter die Lupe nehmen. Pause. Was haben wir denn hier? Hier haben wir ein Doppelschlafzimmer. Da hat sich Vicky schon reingelegt. Okay, direkt mit Beschlag belegt. Zack, schlafen. Hendrik, wo ist Hendrik? Hendrik ist gerade am Klo. Den können wir aber nicht steuern, wie ihr hier seht. Den können wir tatsächlich, wartet in Schlange? Wir haben doch hier bestimmt mal mehr als ein Bad. So, also hier haben wir ein Schlafzimmer. Wir können hier gar nicht alle pennen. Also ganz ehrlich, das ist aber eine selten dämliche Aufteilung hier. Aber ganz, ganz ehrlich. Also sorry. Wer kommt denn auf die Idee, in so ein Riesenhaus nur 4 Betten reinzustellen? Kann ich jetzt hier irgendwie auch das Wechseln des Haus? Ich weiß es nicht. Nicht alle können kommen. Hendrik ist gerade beschäftigt. Ich muss jetzt echt nach Hause fahren und wieder von vorne... Ach komm, das ist doch jetzt doof. Wir müssen also tatsächlich in das Nachbarhaus, wo wir mit unserer alten Familie schon mal waren,
weil es in diesem Haus einfach nicht genügend Schlafmöglichkeiten gibt. Das ist selten dämlich. Das Haus muss sich definitiv mal anpassen. Weil an sich ist das super, aber das ist einfach... Nee. Nee. Das geht gar nicht. Ja, jetzt sind wir hier. Dum, dum, ja. Und eine riesenhohe Rechnung ist auch noch reingeflattert. Super, da freuen wir uns alle. Wir reisen nach Hause. Also, dann fahren wir lieber nochmal neu in den Urlaub. Das ist ja jetzt wirklich, das ist ja Urlaub mit riesen Hindernissen. Ich hoffe, Hendrik kommt dann noch mit, wenn wir jetzt mitten in der Nacht starten. Das ist ja natürlich sonst doof. Dann müssten wir bis morgen früh warten. Himmel, Himmel, Himmel. Also damit hätte ich jetzt nur gar nicht gerechnet. Ach. Sag mal, wer von euch, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wer von euch hätte gedacht, dass dieses riesengroße Haus nur 4 Betten Platz bietet, davon ein Doppelbett und 2 Einzelbetten. Ich meine, für die Familie an sich wäre es passend, aber eben nicht mit Hendrik zusammen. So, nochmal. Hä? Ach so, ach nee, wir hatten Brian ausgewählt. In Urlaub fahren mit Brian, Hendrik, Mami und Papi. So. Nächster Versuch. Also ehrlich hier. Chaos, Chaos, Chaos. Nu aber. Es ist nochmal teurer. Juhu. Ja, komm. Dann geben wir jetzt halt mal 12.000 Simoleons eben aus für die Rechnung und für den Urlaub zusammen. Gott, das ist schon eine ordentliche Stange. Also ich muss sagen, die Rechnungen, die sind verdammt hoch dafür, dass unsere Sims jetzt nicht unbedingt in Geld schwimmen. Also das muss ich echt mal sagen. Das ist schon recht teuer und gepfeffert hier. Gut, aber das hier passt doch jetzt. Okay, also Urlaubsziel erreicht. Wow. Wow. Oh, ist das nicht geil? Alter, sieht das Hammer aus. Boah. Oh. Oh mein Gott, was ein Bild. Richtig, richtig Hammer. Sehr cool. Okay, jetzt müssen wir gucken. Ja, wir haben hier ein Doppelbett. Und hier oben haben wir auch nochmal ein Doppelbett und sogar noch 2 Einzelbetten. Hier hinten sind auch noch 2 Einzelbetten. Also hier haben wir jede Menge Platz. Hier ist wirklich, das bietet Platz für eine Großfamilie. Mir ist traurig. Heimweh, weil weg von zu Hause ist. Zu viel Zeit im Wald zu verbringen, kann den stärksten Sim zur Verzweiflung treiben. Ach komm, ihr seid doch eben erst... Ernsthaft? Ihr wart überhaupt nicht im Urlaub eben. Ihr wart da gar nicht. Ah. Weicheier. Okay, da kann dann Brian schlafen. Und Emi und... Kann sie hier nicht? Da ist Hendrik. Um Rat bitten. Komm, sie ist auch traurig. Lass dich mal ein bisschen aufmuntern. Das wird doch alles. Ach, ernsthaft? Was macht sie da? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was heulen die denn hier alle rum? Ich glaub das nicht, Leute.
Das wusste ich auch noch nicht, dass Sims hier... Dass Sims tatsächlich Heimweh bekommen können, wenn sie zu lange von zu Hause weg sind. Wie lange hält das jetzt noch? 3 Stunden. Hau dich mal schlafen. Heute können wir hier sowieso nicht mehr viel machen. Ist total kaputt. Ich hoffe, Hendrik legt sich jetzt auch zu ihr. Ja. Ah. Ah. Die erste gemeinsame Nacht. Oh, ist das süß. Hat sie noch was an? Ja. Alter, wer sägt denn da so? Schade. Jetzt natürlich nicht mehr. Jetzt wird nicht mehr geschnarcht. Ach Gott, ihr Jammerlappen. Ernsthaft. Was rauscht denn hier so? Sind die hier so am Rumwackeln in ihren Betten? Oh wei. Okay, ich würde sagen, Ben kann dann hier morgen mal das Frühstück machen. Aber davor geht er dann erstmal hier aufs Klo. Mhm. Oh Leute, jetzt hört doch mal auf, hier rumzuwimmern. Mensch, ihr seid im Urlaub. Leute, ach komm. Hier, Pfannkuchen, das passt im Wald. So ein richtiger Holzfäller ist. Also das ist ja nicht auszuhalten hier. Was sind denn das für Jammerlappen? Also ehrlich, okay. Er ist jetzt fertig mit Duschen, dann kann sie danach duschen. Tja, die erste Nacht ist jetzt fast rum. Der Mond versinkt schon langsam. Und aktuell liegt noch eine tiefe Stille hier über Granite Falls, die sich aber relativ schnell auch... es ist nur so ein Schild. Die sich aber relativ schnell dann auch geben dürfte. Und dann kommt hier Leben in die Bude, sobald der neue Tag beginnt. Was wir dann hier aber alles mit unseren Sims erleben, das sehen wir dann übermorgen, denn morgen geht es wieder in unser Oreo-Haus. Übermorgen fahren wir dann, machen wir hier aber dann weiter. Tut mir echt leid, dass es jetzt nicht so viel geworden ist mit dem Urlaub, wie eigentlich geplant, weil ich habe echt nicht gedacht, dass das andere Haus da einfach zu wenig Schlafmöglichkeiten bietet. Ah, ein Vögelchen. Ich hoffe, ihr seid nicht böse und ja. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.